Mann und Frau sind ein gutes Team. In vielen Dingen, nicht aber bei der Ernährung. Da haben sie andere Ansichten. Gute Ernährung ist für 72% der Frauen heutzutage wichtig, aber nur für 58% der Männer. Für jede zweite Frau gehört Obst und Gemüse einfach dazu, dem folgt nur jeder vierte Mann. Ich achte schon darauf, woher mein Essen kommt und was ich esse. Kochen würde ich es jetzt nicht nennen, dann eher irgendwie so eine Reis mal kurz warm machen und ein bisschen Hühnchen dazu. Ich versuche jeden Tag für mich selber zu kochen. Bio muss nicht sein, kommt auf den Preis drauf an. Ich esse tendenziell eher ungesund. Insgesamt hat sich das Ernährungsverhalten der Deutschen in den vergangenen 10 Jahren deutlich verändert. Das belegt die Nestle-Studie So ist Deutschland 2019. Die Gesellschaft wird ja älter, die Haushalte werden kleiner, mehr Frauen sind berufstätig, auch gerade mehr Mütter sind berufstätig und die Gesellschaft wird immer spontaner und möchte sich nicht festlegen. Und all das schlägt sich natürlich auch im Ernährungsverhalten nieder. Obwohl der Anspruch an die Qualität von Lebensmitteln gewachsen ist und auch der Wunsch, sich gesund zu ernähren, bleibt die große Mehrheit unzufrieden mit ihrem Ernährungsverhalten. Für weniger als die Hälfte der Menschen ist eine warme Mahlzeit am Tag selbstverständlich, ein Minus von 10% im Vergleich zu vor 10 Jahren. Und auch der Mittag als Hauptmahlzeit verliert zunehmend an Bedeutung. Zudem isst im Schnitt nur jeder Zweite mit anderen. Die Mehrheit der Deutschen verfolgt mit ihrer Ernährung ein ganz konkretes Ziel, wie fit bleiben, gesund sein oder auch gutes Aussehen. Aber häufig macht ihnen die eigene Disziplin einen Strich durch die Rechnung. Dafür gehen die Menschen immer häufiger in Restaurants, denn gesundes Essen ist zunehmend auch eine Frage von Geld und Bildung. In hohen sozialen Schichten hat gute Ernährung an Bedeutung gewonnen. Die Zustimmung ist auf 81% gestiegen. In sozial schwachen Schichten ist sie hingegen auf 49% gesunken. So unterschiedlich sich die Deutschen auch ernähren, für die Zukunft wünschen sie sich vor allem ein einfacheres, schnelleres und intelligenteres Einkaufen und Kochen.